Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange habt ihr gewartet und wir hatten es auch schon länger geplant. Nun kommt wieder mal ein Spekulationsvideo über Game of Thrones Staffel 7. Das ist, glaube ich, das zweite Video, das dritte Video, wenn wir das Technikvideo rauslassen, wo drin wir gesagt haben, wer alles dafür zuständig ist. Mit dabei ist der Robin. Hallo. Und ja, ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch ein Spekulationsvideo hierzu geben, wenn wieder mehr Informationen zustande gekommen sind, beziehungsweise wenn wir halt mehr Infos haben. Und natürlich, wenn die Trailer rauskommen, werden wir über diese auch nochmal gründlich spekulieren. Auf der Comic-Con ist bereits ein Produktions-Teaser-Trailer hochgeladen worden. Der läuft jetzt auch hier im Hintergrund ab. Und da wird einfach nur mal kurz gezeigt, wie das Set aufgebaut wird. Und man sieht am Ende sogar die ersten 5, 6 Sekunden von Game of Thrones Staffel 7. Auf die werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen frei erzählen, was wir uns von Staffel 7 erhoffen, beziehungsweise was wir denken, was dort passiert. Und ich würde sagen, ich werfe einfach mal das erste Thema in den Raum, und zwar die Schlacht um King's Landing, also um Königsmund. Das, denke ich mal, ist ja relativ sicher, dass das kommt, oder? Was ich denke schon, die wird unweigerlich erscheinen, ja. Ich denke auch, wie ich mit dir schon geredet habe, dass die in den ersten 2 Folgen vielleicht behandelt wird. Also ich vermute, dass sie über 2 Folgen sich streckt. Hinweg geht, das vermute ich ehrlich gesagt auch, weil das eine lange Schlacht wird, und wir haben auch schon gehört. Also erstmal nochmal ganz kurz dazu, die siebte Staffel hat also angeblich 7 Episoden, aber das steht auch nicht ganz fest, das hast du vorhin auch nochmal extra nachgeschaut. Vorher standen mal 8 Folgen im Raum, mittlerweile sind wir bei 7 und Staffel 8 dann 6, aber man ist sich da, wie gesagt, noch nicht ganz schlüssig. Und auch über die Folgenlänge, ob es jetzt, wie gesagt, weniger als eine Stunde, ob das jetzt wieder so eine Stunde wie normal ist oder ob es vielleicht auch mal ein bisschen mehr ist, ich denke mal, man wird sich da wieder ein bisschen abwechseln, also mal ein bisschen weniger, mal mehr, und sonst versucht man so halt die gute Stunde anzubehalten. Was ich ehrlich gesagt auch vielleicht denke, ist, dass das nicht in den ersten beiden Folgen passiert, sondern irgendwie erst in den letzten beiden. Und es könnte ja davor sein, dass Daenerys sich noch neue Verbündete sucht, also mehr Verbündete, auch wenn ich nicht weiß warum, weil die hat einfach so viele verdammte Schiffe und Anhänger. Aber das ist der zweite Punkt, und zwar habe ich aufgeschrieben, vielleicht sieht man vor der Schlacht um King's Landing noch ein Bündnis zwischen Jon und Daenerys, denn es wäre ja auch irgendwie cool, wenn Daenerys so nach Weißwasserhafen, das liegt im Norden, also im Norden, wo die Starks sind, das ist halt dieser fette Hafen, wenn ihr nicht wisst, worüber wir jetzt gerade reden, wäre irgendwie cool, wenn die da so einen Zwischenstopp machen und Daenerys irgendwie mitbekommen hat, dass Jon mittlerweile wieder Herr von Winterfell ist und so weiter, dass die da ein Bündnis schließen und dann Cersei angreifen, oder dass wir, wenn das bei dir zutrifft, dass die, halt in den ersten beiden Folgen die Schlacht haben und dann Daenerys sich mit Jon verbündet, um gegen die Weißen Wanderer zu kämpfen. Also, da bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Also, ich tendiere eher dazu, dass es in den ersten beiden Folgen direkt passiert und die kein Bündnis schließen, sich aber trotzdem später im Verlauf der Staffel treffen. Es sind ja auch schon irgendwelche Fotos geleakt worden, wo man Jon und Daenerys zusammen am Set sieht. Genau. Und Tyrion, ja. Die könnten wir vielleicht auch hier einblenden, wie die finden. Genau, wenn wir das dürfen. Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Ja, wenn wir das dürfen. Auch die Videos ist noch nicht sicher, dass wir das einblenden können, oder? Egal. Nicht hundertprozentig, aber Einspruch regelt. Nein, alles gut, wir wollen euch ja auch was bieten. Okay, erzähl weiter. Mach weiter. Gut, also ich habe auch schon mit Jan drüber spekuliert, wie die erste Folge der siebten Staffel anfangen könnte. Und zwar haben wir uns... eigentlich kannst du es erzählen. Wie wir uns das gemacht haben. Wenn eintrifft, dass die Schlacht von Königsmund... Genau, in den ersten beiden Episoden so passiert. Oder weil, in der wie ersten, gesagt, wir gehen davon aus. Wir gehen einfach davon aus, dass es 2 Episoden wird. Auf jeden Fall hätten wir es cool gefunden, wenn die Folge damit beginnt, dass wir, das war ja auch in Ende Staffel 2, wo die Schlacht um Schwarzwasser war, dass es einfach so beginnt, so ein schwarzer Screen halt, nach dem Game of Thrones Intro, und dann hört man halt so die Kriegsglocken von Königsmund, also die Glocken werden ja geläutet, wenn Krieg naht, und dann läuten einfach die Glocken und da kommen dann am Horizont, tauchen diese ganzen Schiffe auf. So haben wir uns das eigentlich gedacht, das wäre richtig geil. Oder was noch cooler wäre, die Kriegsglocken, dann die Schiffe am Horizont und dann das Game of Thrones Intro, damit man wieder was Markantes vorne direkt am Anfang hat. Das wäre auf jeden Fall mega geiler Start in Staffel 7. Damit ist der Staffelauftakt eigentlich schon direkt getan, wenn man dann direkt so eine fette Schlacht vor die Fresse gelegt bekommt, wenn man das mal so sagen kann. Ich finde es auch cool, wenn, wie du schon gesagt hast, diese Glocken ertönen, obwohl eigentlich ist die Septe ja in die Luft geflogen. Also
Ja, die aber Glocken, vielleicht hat ja der Bestfried oder so, keine Ahnung. Wenn die Glocken da ertönen, man hört so die Glocken und dann kommt so ein Lannister-Soldat halt in den Königssaal irgendwie gestürmt und sagt halt, berichtet darüber, dass die Targaryens irgendwie jetzt kommen. Und im Anschlag kommen, weil genau. Die überall Targaryen sehen, genau, die Drachen, die schon über Königsmund fliegen. Davon gab es ja auch schon so ein, zwei coole Banner, ob die jetzt Fanmade waren oder ob das jetzt wirklich real war. Es gab sogar 10 im Rückblick von Bran. Das richtig. Mit der Drachen über Königsmund. Oder einfach auch schon der Blick. Ja, apropos Septe. Ja. Erzähl ruhig noch, dann mache ich weiter. Ich denke mal, wie es dann weitergehen wird, also es ist ja eigentlich unmissverständlich, dass Daenerys die Schlacht um Königsmund gewinnen wird. Es könnte aber auch sein, was ich jetzt gerade so spontan überlegt habe, dass Daenerys die Schlacht verliert, sich verpisst nach Norden und die dann, weißt du, was ich meine? Ja, und dann sich und da dann, Verstärkung nochmal holen. Ja, aber ich glaube, das ist John ja unwahrscheinlich. Und so weiter. Ich glaube auch, weil, guck dir mal an, was sie für eine Armee haben, guck dir mal an, was die Lannisters das jetzt noch sind. Unvorbereitet. Also die richtig, sich nicht unvorbereitet. Und die hat 3 Drachen, Alter. Was ist das? Also wenn die nicht Schlacht gewinnt, dann werde ich jetzt hier bestätigen, dann werde ich einen Besen fressen mit Videobeweis. Dann ist es endlich soweit. Ja, aber Chris, wirklich. Chris Brandstetter oder wie? Okay. Ich glaube, du kennst ihn nicht. Ich schicke gleich mal den Kanal von ihm. Egal. Okay, machen wir mal weiter. Ja. Ja. Und du hast ja vorhin so schön gesagt, die Sept ist ja in die Luft geflogen. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, den ich so auf meiner Liste habe, den wir abarbeiten sollten zur Staffel 7. Und zwar haben Jaime und Cersei einen Streit. Denn Cersei hat ja, wie gesagt, alle in der Septe von Baelor getötet. Also alle ihre Feinde. Und jetzt ist sie da mit Schoßhündchen Clegane, so habe ich den noch in irgendeiner Besprechung mal genannt. Ist sie da jetzt im Prinzip allein und Meister Qyburn. Oder so hieß er ja. Qyburn. Genau, Qyburn, ja. Und jetzt ist halt die Frage, verzeiht Jaime Cersei, dass Tom tot ist und allgemein, dass sie jetzt Königin ist, ob der das so gut verheißen mag und ob die sich nicht irgendwie noch streiten. Ja, ich denke, denn ich habe keinen Bock, dass Jaime stirbt, weil ich finde Jaime schon cool. Der wird sterben, was ich, aber wahrscheinlich nicht in der 7. Staffel. Aber ich denke, die, Jaime ist ein bisschen angepisst, aber die werden sich nicht streiten oder so und der wird sich auch nicht von da abwenden, weil die haben ja am Anfang der 6. Staffel gesagt, dass die jetzt irgendwie zusammen gegen alle sind. Sich allein gestellt gegen alle, ja. Was ich noch sagen wollte, ich denke, die Schlacht dauert wirklich nur eine Folge. Und am Ende, also Cersei wird auf jeden Fall nicht in der Schlacht sterben, würde ich einfach so sagen. Ich denke auch nicht. Ich denke, die flieht irgendwie nach Casterly-Stein, wie ich schon gesagt habe. Und das ist ja cool, das bringt mich nämlich auch zu einem Punkt, und zwar fände ich es geil, wenn wir wieder neue Locations sehen. Wir können ja gleich noch über Jorah Mormont sprechen, der vielleicht in Ascha ist, wenn wir das vielleicht gerade machen. Oh, ja. Ja, wenn wir vielleicht Ascha sehen, also die schwarze Stadt, da wo die bösen Hexen und Priester herkommen, richtig in den Schattenländern, das wäre mega geil, wo wenn der in Ascha nach diesem, ja, wenn der dafür vielleicht nach dem Heilmittel sucht und so und auf mysteriöse Gestalten, Kreaturen stößt, wie auch immer, halt so Jorah the Explorer-Style jetzt immer noch, den Witz kann man einfach irgendwie immer wieder bringen. Hier blenden wir jetzt auch gerade mal ein Artwork von Ashai ein, damit ihr seht, wie cool die Stadt ist. Ja. Oder halt ansonsten Casterly-Stein, dass wir vielleicht das mal sehen. Ich meine, wenn man schon Hornberg sieht, dann wäre es ja geil, wenn man Casterly-Stein auch noch irgendwie sieht. Irgendwann, ich meine, die reden seit der ersten Staffel davon. Mehr von Game of Thrones, richtig, deswegen. Und es gibt nicht mal ein Artwork von Casterly-Stein, es gibt nur Fanzeichnungen davon. Also Fanzeichnungen, irgendwie so ein Stein oder so eine Mini-Stadt. Ja, so kann ich mir das auch vorstellen, dass es eigentlich so ähnlich aussieht wie aber es ist ja trotzdem blöd, weil man nichts Offizielles hat. Ja, sieht wahrscheinlich so ähnlich aus wie die Ehr, halt nur befestigter und sowas. Ja. Gut, dann nächster Punkt, den ich noch so abarbeiten wollte, ist, ob Kleinfinger Sansa Stress macht, also ob die beide sich irgendwie verkrachen, denn es heißt ja irgendwie, dass sich in Staffel 7 ein paar Jahre im Norden wieder gegen Sansa wenden oder dass der Norden irgendwie zu schaffen bekommt. Da frage ich mich jetzt, wer ist denn noch im Norden, der gegen Jon und Sansa ist, weil die haben jetzt die Wilddinge, die haben ja alle hinter Ritter sich. Ritter des Tals. Vielleicht. Von Peter Baelish, wenn die dann Stress machen. Ja, könnte sein. Und vielleicht hätten wir noch die Bruderschaft ohne Banner, obwohl die wollten ja eigentlich gegen die Weißen Wanderer kämpfen. Mit Gregor Clegane, Sandor Clegane. Ja. Dann habe ich noch aufgeschrieben, ob Bran vielleicht diesmal in Winterfell endlich ankommt und ob er noch mehr über Johns Herkunft erfährt. Obwohl, viel mehr kann man eigentlich gar nicht erfahren. Höchstens das, was
Lyanna Ned ins Ohr geflüstert hat, dieses Unverständliche, wie John heißen soll. Jaehaerys also wahrscheinlich. Vielleicht, genau, sollte er ursprünglich Jaehaerys heißen und John hat das, und Ned hat das dann nicht zugelassen, weil sonst wissen direkt alle Targaryen, bum bum bum, weg mit dem. Also wie gesagt, ist halt die Frage, ob Bran nach Winterfell kommt und ich würde einfach mal sagen, ich würde tendieren, dazu zu sagen, dass es irgendwann in der Mitte der Staffel passieren wird. Und ja, dann wird halt John erfahren, dass er in Wirklichkeit ist und geht dann, wahrscheinlich weil er vorher auch schon gemerkt hat, dass Königsmund von den Targaryens eingenommen wurde, versucht er dann irgendwie eine diplomatische Beziehung dazu aufzubauen und dann halt ja, versuchen, ein Bündnis damit mit Daenerys aufzubauen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, und dann hätten wir eigentlich noch Arya so übrig als wichtige Figur, die wir auf jeden Fall mal noch besprechen sollten. Und zwar tötet Arya noch Leute, die auf ihrer Liste stehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer alles noch draufsteht. Also Cersei auf jeden Fall, Sandor Clegane, der ist zwar eigentlich tot, aber vielleicht sieht sie ja wieder, dass er da ist. Und ja, sein Bruder Gregor Clegane. Gregor. Ja, ob der in dieser Staffel durch Arya stirbt. Und ich würde einfach mal sagen, ja, der wird, denke ich mal, durch Arya auch sterben, der Gregor. Irgendwie wird sie es wohl schaffen, ihn zu töten. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass einer von denen, die noch auf der Liste von ihr stehen, in Staffel 7 sterben wird. Wenn nicht sogar alle. Aber da will ich mich drauf festlegen. Und dann hoffe ich auch, dass Arya in Staffel 7 auch nach Winterfell kommt und dass es dann ein großes Wiedersehen mit Jon und Sansa gibt. Das fände ich wirklich cool, wenn die Starks alle wieder sich zusammen einfinden. Alle Überlebenden. Das wäre mega cool und ich hoffe nicht, dass noch einer von den Starks stirbt. Das wäre mega traurig. Ich denke, in der siebten Staffel. Die ganze Staffel am Weinen. In der siebten Staffel wahrscheinlich nicht, aber später, würde ich sagen. Nach. Und jetzt kommen wir noch zu einem Kommentar, den Großautor George R.R. Martin von sich gegeben hat. Und zwar hat er geschrieben, ich werde es mal auf Deutsch jetzt übersetzen, auf Englisch weiß ich nicht mehr genau. Er hat nämlich gesagt, ich weiß nicht, warum sich alle so auf Staffel 7 freuen, denn es wird euch nur zum Weinen bringen. Also, it will make you cry, hat er so geschrieben. Also, ihr werdet nur weinen und schreien und das nicht schön finden. Und da gehe ich dann automatisch von vielen Verlusten aus, die einem auch wirklich so ans Herz gewachsen sind, wenn er das nämlich schreit. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch auf Staffel 7 freut. Ihr werdet davon nur weinen. Das klingt für mich persönlich so, als würden da ziemlich viele Main-Characters und Side-Characters, die einem wirklich so ans Herz gewachsen sind. Obwohl man das ja in Game of Thrones gar nicht haben darf. So wirklich jemanden, den man richtig geil findet. Denn früher oder später, jeder kann sterben. Außer Arya, weil Georges Frau hat George ein Versprechen gegeben, dass Arya nicht stirbt bis zum Ende. Und ich habe auch noch eine Spekulation, und zwar denke ich, dass Tyrion diese Staffel nicht überleben wird. Weil, also nehmen wir an, es ist so, dass in der ersten Folge Königsmund eingenommen wird und dann fliehen Jaime und Cersei nach Casterlystein und Jaime sieht irgendwie noch Tyrion so ganz nebenbei. Und dann später in der Staffel greift Daenerys halt Casterlystein an. Und dabei trifft Jaime dann auf Tyrion und bringt ihn halt um, weil er hat Tywin umgebracht und ist jetzt halt ein Verräter sozusagen. Ja, aber ich weiß jetzt auch wirklich nicht, ob Jaime ihm das wirklich nicht verzeihen oder ob Jaime ihm das nicht verzeihen kann, dass er Tywin umgebracht hat. Nein, er hat seinem Vater. Damals Anfang der fünften Staffel hat er an dem Grab von Tywin, also an dem Dings da, auf an der Aufbahrung, irgendwie gesagt, dass Tyrion dafür sterben soll, dass er ihn umgebracht hat. Echt? Okay, das habe ich gar nicht mehr vor Augen. Krass. Okay, das wäre echt heftig. Wir können uns auf jeden Fall auf eine richtig coole Staffel vielleicht 7 freuen. Vielleicht stirbt aber auch Jaime. Das kann auch sein. Ich denke mal, es wird zu keinem Zweikampf zwischen den beiden kommen und wenn schon, dann wird Tyrion wahrscheinlich sterben. Aber Jaime und Tyrion sehen sich so und sie wollen wieder Frieden schließen, sie wollen sich wieder vertragen und auf einmal kommt ein Drache von Daenerys und zerfleischt Jaime. Okay, daran wollen wir jetzt mal nicht denken. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu absurd, obwohl wenn es nachher wirklich so ist, kann man auch wieder einen Besen essen. Was gibt es denn noch für Storylines, die wir ansprechen könnten? Also eigentlich sind fast alle Storylines das vereint. Die Hauptstorylines eben. Es gibt eigentlich nur drei Storylines in Staffel. Ja, und so als Ausgang zu Staffel 8 hin mit einem Cliffhanger natürlich
Das Markanteste, was es in Game of Thrones gibt. Die fette Mauer, dass die einstürzt oder dass die weißen Wanderer drüber kommen. Es wäre sogar mega geil, wenn die einstürzt. Na, ich weiß das nicht, wie sollte die dann einstürzen? Weiß nicht, der Nachtkönig oder so, dass der da jetzt die Macht darüber hat oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dazu will ich noch einwerfen, zu geeigneter Zeit, beziehungsweise bald wird auch nochmal ein Game of Thrones Theorie-Video kommen, wo wir 5 neue Theorien mit euch besprechen werden. Die auch in den Kommentaren preisgegeben wurden von euch. Danke. Genau. Richtig, sehr, sehr gut. Und sehr, sehr gut. Und da werden wir dann zu geeigneter Zeit nochmal ein Video drüber machen. Natürlich vor Staffel 7 mit Theorien, die zu Staffel 7 und zu allen anderen einfach passen. Gut, das war jetzt so das Wichtige, was ich an Storylines preisgeben, beziehungsweise ja, mit euch besprechen wollte. Wenn dir noch was einfällt, sag das ruhig. Und ansonsten würde ich jetzt mit dem Teaser ganz kurz einmal weitermachen. Ich würde noch auf das Ende eingehen, das hast du jetzt gar nicht besprochen. Ja, also wie gesagt, ich meine mit der Mauer, dass die Mauer einstürzt und die weißen Wanderer drüber kommen, wäre jetzt so für mich irgendwie. Ja, ich hätte eher sagen, also ich denke mal, die weißen Wanderer werden irgendwie da vielleicht die Mauer überqueren, aber dass die einstürzt, okay, wenn es wirklich so ist, dann ist es halt so, aber ich denke, also die können ja jetzt darüber, weil Bran... Das wäre auf jeden Fall krass, wenn die wirklich auch einstürzt und explodiert und alles, also... Vielleicht passiert das auch schon in der wahrscheinlich letzten vorletzte Folge, also Folge 6, dass dann die Mauer einstürzt und dann in Folge 8 kommt halt ein Bote der Nachtwache dann nach Winterfell und erbittet irgendwie Hilfe und dann sieht man den letzten Shot, wie dann die Armee des Nordens gen Norden reitet. Weißt du, was ich meine? Egal. Ja, das könnte so gut sein, aber wie gesagt, das müssen wir auch erstmal abwarten und auf Trailer und so weiter warten. Also jetzt nur unsere Spekulation, ist wichtig dabei gesagt. Es kann was zutreffen, davon gehen wir auch aus, dass ein paar Sachen zutreffen, aber natürlich längst nicht alles. Gut, zu dem Teaser kann man eigentlich nur 3 Szenen kurz besprechen. Man sieht halt einmal John, man sieht Sansa, die von dem Wehrholzbaum weggeht. Das war's dann auch schon. Sie sieht natürlich wieder super aus. Und Arya, die auf einem Pferd in den Fluss landen ist. Also, Hintergrund sieht statt nach dem Fluss landen aus, wo die Fries halt sind, die 2 Türme, dass sie immer noch da ist. Ich denke mal, das wird auch in Folge 1 oder 2 sein. Wieder kurze Shot. Sie sitzt auf einem Pferd, hat Nadel in der Tasche und ja, ist, denke ich mal, irgendwie unterwegs, um ihre Leute, also um die Liste zu bearbeiten oder halt Richtung Norden, Richtung zu Hause. Deswegen, mehr kann man dazu, finde ich, auch nicht sagen. Möchtest du noch was beifügen? Nee, das war's eigentlich. Nur mit Jorah halt, dass der hoffentlich nach Raschei kommt und so. Ja, dass man da auf jeden Fall auch wieder mehr sieht. Ich hoffe, wir haben jetzt echt keine Storyline vergessen, die irgendwie interessant sein könnte. Ich denke mal, mit Jaqen H'ghar war es das jetzt auch. Wir haben die von Sam vergessen, dass der eigentlich nur... dann halt Meister wird, aber ich glaube, das sieht man vielleicht in einer Folge kurz. Ja, wollte ich gerade sagen. Wie die Ausbildung voranschreitet. Oder vielleicht findet der auch. Ja, vielleicht kommt er zu einer Erkenntnis, irgendwie, wie man die Weißwanderer besiegen kann und verpisst sich dann wieder schnell nach Norden, um ihm das mitzuteilen. Ja, mal gucken. Wer fährt dann, dass John gestorben ist, wieder auferstanden ist und nun Herr von Winterfell ist? Ja. Das alles und vieles mehr dann in ein paar Monaten. Hoffentlich. Das wäre auf jeden Fall lustig, definitiv. Nein, Game of Thrones wird jetzt abgesagt. Keine Folgen mehr, überhaupt nicht. Ende hier. Ja. Gut. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Wir haben jetzt gute 19 Minuten darüber spekuliert, wie es in Staffel 7 weitergeht, beziehungsweise worauf wir uns freuen können. Wir werden natürlich dazu den Trailern ausführliche Analysen machen, die wieder minutenlang besprechen mit euch. Und um nochmal auf die nächsten Wochen einzugehen, was dann für Videos noch kommen. Also wie gesagt, ein Game of Thrones Theorie-Video ist noch geplant. Game of Thrones History wollte ich eigentlich auch noch gerne ein Video bringen über den nächsten König. Der ist ja schon angekündigt. Und ansonsten geht's mit unseren Walking Dead-Besprechungen und Previews natürlich dann auch in 2 Wochen weiter, wenn oder 3 Wochen sind das, glaube ich, noch, wenn dann Walking Dead wieder anläuft. Am 13. Februar, mein Geburtstag. Interessiert keinen, gut. Das war's und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das letzte Wort geht an dich. Macht's gut, ciao. Du hast vergessen den Trailer-Teaser. Obwohl, hast du gemacht, ja. Richtig, genau. Hab ich gemacht. Achso, und guckt euch... Das hab ich in der Zeit gemacht. Keine Ahnung, du warst bekifft. Und guckt euch nochmal unsere letzten beiden Game of Thrones Videos an, wenn ihr das nicht schon getan habt. Eins haben wir schon mal zu der Story gemacht, wo wir auch nochmal Sachen, die wir hier gesagt haben, aufgreifen. Guckt es euch einfach mal an. Und auch Sachen zu der Technik, wenn ihr wissen wollt, wer die Regisseure sind und so weiter und so fort. Dann guckt euch noch das Technikvideo an. Bis dahin, macht's gut. Ciao.